Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Wir haben in der letzten Folge aufgehört und sind in der letzten Folge hier sehr schnell lang gesprintet, denn wir haben eine Fähigkeit erhalten, die echt ziemlich nutzlos ist. Und wir haben den ersten Streik mitbekommen, die Polizei ist allerdings auch schon auf dem Weg. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, warum sie streiken. Polizei setzt Recht durch. Ich meine, die dürfen ja streiken, so ist es nicht, ne? Aber, wie gesagt, ich hätte gern Grund. Oh nein. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ach, wegen Rum? Ich denke, weil die irgendwie schlecht Luft bekommen wegen der Lehmproduktion. Nö, uns fehlt einfach nur Alkohol. Ist klar, okay. Anno-Chroniken, Bankrotterklärung, das haben wir schon tausendmal gelesen. Rumknappheit. Die Rumknappheit in Ditchwater ist immer noch nicht rum. Lustig. Der Engpass scheunt die Einheimischen aus ihrem Hängematten und am Himmel ziehen düstere Wolken auf. Wir bitten die Stadtverwaltung inständig, den Sonnenschein zurückzubringen. Ihr Alkoholiker. Stadt ist feuerfest. In Brownville ist die Wahrscheinlichkeit eines Brandes nahezu null. Bürger fiebern heißen Feiern entgegen und das einzige Feuer brennt in ihrem Herzen. Ich meine, das ist süß. Okay, ihr wollt rum. Wenn ich das richtig verstanden habe. Problem ist, unsere Insel ist, glaube ich, nicht fruchtbar, ne? Doch, ist es. What? Ich habe gedacht, die wäre nicht fruchtbar. War da nicht irgendwas? Ja, dann können wir das auch hier bauen. Dann können wir jetzt auch mal ein bisschen Rum herstellen von mir aus. Ich würde das gerne schon hier platzieren, aber da kommt man halt schlecht hin, ne? Machen wir das hier hin. So, Holzfällerhütte haben wir ja. Und dann brauchen wir noch eine Rumbrennerei. Uiuiui, das Ding ist riesig. Eine Rumbrennerei. Okay. Ich hoffe, die Leute regen sich jetzt nicht mehr auf. Sie haben ja ihren sehr sehr hoch und heilig hängenden Rum endlich in der Stadt. Dass das so wichtig ist, ne? Aber gut, in damaligen Zeiten ist es wahrscheinlich wirklich nochmal viel krasser gewesen als heutzutage mit der Alkoholsucht und so. Eigentlich eine schreckliche Erfindung. Beziehungsweise eine schreckliche Entdeckung, dass man Alkohol konsumieren kann. Dadurch mussten schon so viele Leute sterben, es ist echt, also, ne. Kein Fan davon. Die regen sich wirklich nur auf wegen ihrem Rum, ne? Und weil die noch eine Kapelle wollen, das kann ich ja mal schnell bauen. Das ist ja nicht schlimm. Eine Kirche könnt ihr ruhig noch haben, das habe ich nichts gegen. Können wir hier echt keinen Weg entlang bauen? Doch klar geht das. Dann baue ich die Kirche halt einfach dort hinten hin. So, dann habt ihr da hinten eure Kirche. Ich hoffe, das ist schon mal... Ey, wirklich wegen dem Rum, ne? Man glaubt es nicht. Aufstand wegen Rum. Wait, die hilft wirklich nur bis hier hinten? Die könnte ich dann vielleicht doch woanders platzieren, ne? Die Kirche. Weil bis hier hinten dringt die irgendwie gar nicht durch. Aber doch, es geht. Die Musik ist so dramatisch. Ich denke die ganze Zeit, dass ich gleich einfach... Dass die mich überstürzen hier. Keine Felder. Ah ja, ich muss ja noch Felder bauen. Upsi. Ich wundere mich hier, warum die Produktion nicht startet. Kein Wunder. Und wieder stehe ich in deiner Schweiz. Wegen dem Rum? Okay. 12. Versuch mal den Platz so gut wie möglich zu nutzen hier. Wie viel muss ich noch? Okay. Perfekt. Hat doch perfekt gereicht. So. Dann kann jetzt endlich in die Rumproduktion gegangen werden. Die Leute sind hier auch schon fleißig am Arbeiten. Ein Lagerhaus benötigen die allerdings auch wieder mal. Kennt man ja nicht anders. Ist ja häufig so. Der braucht bestimmt noch eine Anbindung zum Weg, ne? So. Ich hoffe, die Leute beschweren sich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hat der Streik schon mal aufgehört. Das ist ein gutes Anzeichen eigentlich, würde ich mal behaupten. Fehlende Ware. Achso, ja, die kommt ja jetzt gleich. Und eine Holzfällerhütte. Vielleicht sollte ich noch eine bauen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch mal eine bräuchten. Wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Vielleicht hier hinten irgendwo im tiefsten abgeschotteten Wald oder so? Naja, mal sehen. Können auch wieder ein paar Häuser upgraden, fällt mir gerade auf. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier vorne an, damit weiterzumachen. So. Denn immer wenn man mehr Bauern, sag ich mal, hat als
Arbeiter, dann kann man eigentlich direkt mehr Arbeiter daraus machen, weil dann wohnen halt auch mehr Leute in den Häusern und das ist einfach entspannter. Und übrigens, wir haben fast 600 Einwohner. Beziehungsweise haben wir sie gerade erreicht. Wir sind jetzt eine Kolonie. Und können endlich Melonen herstellen. Endlich den Bedürfnissen nachgehen. Gott, warum will man unbedingt Melonen haben? Die Hütte sieht nicht mal gut aus. Zumindest meiner Meinung nach. Und die brauchen verdammt viel. Holy shit. Baumwolle und Filzfabrik. Ach nee, man kann eines der beiden nehmen, richtig? Ich glaube schon. Ich denke schon. Oh, wir haben Elektrizität das erste Mal. Und dafür brauchen wir eine Ölraffinie. Rafferie. Was? Ölraffin. Gott, ich kann es nicht aussprechen. Öl. Raffinerie. Raffinerie. So. Gott. Was ist, wenn wir die mal so hinbauen? Naja, dafür brauchen wir mehr Materialien, ne? Holy shit, ist sowas teuer. Aber das ist an sich kein Problem. Das können wir einfach importieren. Weil das sollten wir alles haben, außer das da unten. Ich weiß nicht, was das ist. Baumwolle, ne? Kann man leider nicht nachlesen. Ach, Baumwolle auch noch. Oh, das ist das Kautschuk. Hm. Pelzmäntel. Sieht schon aus nach Baumwolle, ne? Mal. Das sieht aber auch aus wie Plastik. Ich habe keine Ahnung. Man müsste mir mal mitteilen, was das ist. Ich könnte natürlich mal in die Kautschuk-Produktion gehen. Absolut. Also das wäre an sich auch gar nicht mal so schlecht, ne? Fordert Fruchtbarkeit. Ja, haben wir doch, oder? Können doch bestimmt auf unserer Insel ein bisschen Kautschuk ernten. Aus den Gummibäumen. Aber haben wir dafür eine Anzahl? Müssen wir da irgendwie... Ne, hier ist fehlende Fruchtbarkeit. Oh. Okay, dann können wir das anscheinend doch nicht auf unserer Insel anbauen. Schade eigentlich. Finde ich schade. Aber na gut. Können wir inzwischen eigentlich ein Krankenhaus bauen? Tatsächlich. Ja, das machen wir auch direkt. Danach fragen die Leute, also bekommen sie eins. Da habe ich nichts gegen. Hier direkt an der Kreuzung wäre, denke ich, nicht schlecht. Ja, machen wir das. Wir können hier eine goldene Zukunft aufbauen. Kein Problem. Gerne. Freiheit ist so nah. Hilf uns, zu ihr durchzustoßen. Retten Sie die Pyrophone von... Meine Besten wurden entführt. Ohne sie bleibt uns keine Hoffnung. Okay. Oh Gott, das wird jetzt auch wieder eine Mission. Drei verschiedene auch, ne? Ja gut, werden wir anfangen, ne? Schicken wir das erstmal dahin. Der Habicht, der wird das schon lösen. Ja, guck mal, die Fregatten, eigentlich, ich vertraue der Fregatte inzwischen ganz gut. Also seitdem wir diesen epischen Kampf in der letzten Folge hatten, der auch ganz gut verlaufen ist, denn unsere Fregatte hat kaum Schaden davon getragen, ich glaube sogar gar keinen. Ich vertraue dem Ganzen jetzt einfach mal. Das werde ich schon schaffen. Das werde ich schon schaffen. So, die Produktion hier ist ordentlich am Laufen. Haben die Leute endlich mal genug rum, sagst du, oder? Ja, na gut. Das mit der Kirche wundert mich aber gerade, dass die bis hinten nicht reicht. Wie, was hat die dann für ein... Geht ja kaum... Ne, die hat ja kaum Radius. Ist ja schade. Naja. Die Glocke ist trotzdem so laut und man hört sie über das ganze Dorf. Komisch. Okay. Aber an sich... Ist das die nächste Mission, ne? Wir haben dann halt den Kaufvertrag, ne, wenn wir ihr mit den ganzen, mit dem Ganzen geholfen haben. Das ist halt echt gut. Da bin ich mal gespannt. Ist ja unsere Mission. Gott, wo fahre ich hier eigentlich hin? Da vorne sollte mein Schiff kommen. Huiuiui. Ey, hier, das sieht doch... Oh Gott, wie viel? Was, wie viele? Vier Stück? Hätte ich mit zwei Fregatten kommen sollen? Ach du Scheiße. Oh Gott. Und ich fahre da direkt hin, ne? Auf die alte Dame ist Verlass. Okay, nee, warte mal. Ich kann erstmal die hier mitnehmen. Leinen los. Muchas gracias. Nehmen wir die erstmal mit. Vielleicht können wir uns ein bisschen entlang schleichen, weil die fahren immer andere Routen. Wenn ich da ein gutes Timing bekomme, kann ich die alle nach und nach abholen.
Mal sehen, ob das was wird. Kann auch sein, dass wir hier drauf gehen mit den Leuten an Bord. Wäre natürlich jetzt schlauer, wahrscheinlich die erstmal wegzubringen, aber nein, wir holen jetzt alle drei. Aber die sind doch gerade... Oh ja, die entfernen sich auch gerade ganz gut. Oh nein, die drehen wieder um. Doch nicht? Okay. Huiuiui. Das ist ein feiner Zug. So, und jetzt? Wo sind die letzten? Hm? Wo sind die letzten? Ach, da hinten. Fregatte? Einmal auf den Weg, bitte. Oh Gott, da fahren die gerade lang, ne? Komm, ich nehme mal einen Umweg. Wir fahren mal außenrum lang. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, weil der fährt jetzt auch da lang, ne? Ich meine, gut, mit einem können wir es aufnehmen. Definitiv. Das sollte nicht so schwer sein. Na, okay, da biegt der... Ah, der dreht wieder um. Hoffe ich. Nein, oh nein, der kommt genau hier lang. Oh, wie viel Unglück kann man haben? Wie viel verdammt nochmal Unglück kann man haben? Wir sind gleich drin im Radius. Oh, oh. Knappes Ding. Ja, wir sind drin. Scheiße. Schießen gleich auf uns, ne? Neue Befehle, Admiral. Hä? Sind wir... Hä? Was? Ich weiß nicht ganz, was gerade passiert ist, aber gut, wir haben es anscheinend doch heil... Ach, warte mal. Kann ich die Boje hier nochmal wegnehmen? Auf Kurs halten. Nein, 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 nein. Geh hier lang. Ich verstehe mal nicht ganz, wie das funktioniert mit den Bojen. Ob man die auch wegnehmen kann oder so. Uiuiui. Die Steuerung ist eh ein bisschen komisch mit den Booten, muss ich sagen. Da hätte ich mir eine simplere gewünscht, aber vielleicht ist es dann auch zu leicht, ne? So, der fährt jetzt natürlich hier entlang. Je nachdem, wo der jetzt lang fährt, können wir die, glaube ich, easy wegschnappen. Der fährt außenrum lang, ne? Nee? Fährt natürlich genau hier durch. Sollten aber noch schnell genug dort wegkommen. Ja, geht noch. Also wir sind schon noch im roten Radius. Aber der sollte uns noch nicht angreifen. Okay, dann haben wir die gleiche und dann müssen wir eigentlich nur noch weg. Das ist nicht so schlimm. Dann müssen wir hier nur noch... Oh nein, der kommt natürlich auch direkt hinterher, ne? Steigt schnell auf und dann geht's los. Hallo? Mögt ihr mitkommen oder seid ihr... Ach. Danke. Wollte schon gerade sagen. Wollt ihr gar nicht mit? Jetzt fahren wir einfach ganz schnell zurück. Komm schon. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe einfach mal, das geht gut. Wie gesagt, wenn uns einer angreift, nicht schlimm. Das können wir überleben. Das ist, so stark sind die tatsächlich doch gar nicht. Aber da vorne sind gerade zwei. Hä, die ignorieren mich einfach. Auch nett. Ja, das nehme ich gerne an, ne? Ist das ein Friedensangebot, oder? Na gut. Okay, dann haben wir das doch erfolgreich erledigt. Dann müssen wir die noch abliefern. Damit haben wir auch wieder direkt mehr Einwohner, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht immer, wie viel wir da bekommen, aber... Das auf jeden Fall nicht wenig, glaube ich, die wir da mitgenommen haben. Aber ja, sehr gut. Ob das schon reicht, um an den Prosperity-Vertrag zu kommen? Wäre ich mir unsicher. Profilstufe 11. Spielzeit 12 Stunden schon, ui. Ja, das ist schon so einiges, oder? Das hält dann immer gar nicht auf, aber ja klar, wir sind ja bei über 30 Parts schon. Das heißt, dieses Let's Play geht jetzt sozusagen bald schon 13 Stunden. Uiuiui. Ein weiteres Let's Play, was ich nicht auf Fullscale hochladen werde, in voller Länge. Denn das ist viel zu lange. So. Ja, wir kämpfen uns unseren Weg gerade fort. Das ist gut. Ich kann ja mal auf mal 3 machen. Sollte nicht zu viel passieren jetzt auf dem Weg. Aber sehr gut. Mal sehen, was sie noch so für Aufträge für uns hat jetzt. Oh, nein, nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, 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 lass mich in Ruhe, bitte, bitte. Bleib ruhig. Hui, er hat auf mich gehört. Wie schnell das auf einmal auch ging, ne? Ich sehe nur dieses Boot und habe direkt Schiss bekommen. Uiui, das hat diesmal echt Schaden mitgenommen. Jetzt habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr Schiss vor denen.
Ich glaube, der hat uns das letzte Mal noch nicht so viel Schaden gemacht, weil wir einfach nur nicht angegriffen wurden, sondern er hat ja die andere Schiffe angegriffen das letzte Mal. Aber naja, wir haben es überstanden. Das ist das Einzige, was zählt jetzt. Von daher... Oh. Möglicherweise habe ich die zur falschen Insel gebracht. Liefern Sie die nur... Okay, an den Leuchtturm. Na gut, dann fahren wir da halt hin. Hoffentlich kommen wir nicht nochmal den Leuten da entgegen, aber das sollte nicht ein zu langer Weg sein, den wir hier vor uns haben. Machen wir wieder auf mal 3. Ja, guck mal, das ist ja direkt da vorne. Das ist ja Insel neben Insel. Sollte kein Problem sein. So. Bitteschön. Zuerst dachte ich, du wärst ein Spion der Königin. Jetzt weiß ich, dass dein Herz am rechten Fleck ist. Dankeschön, Dankeschön. Wir bleiben alle zusammen. Das ist unsere einzige Chance, um zu überleben. Was ist hier los? Was ist hier auf einmal passiert? Ich stand ihnen nie von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Mein Herz klopft bis zum Hals. Ich kann dich nicht verstehen. Die Leute sind so laut mit ihrem Geballere. Die Bewegung ist gesichert. Das haben wir dir allein zu verdanken. Ja, bitteschön, denke ich. Was auch immer gerade passiert ist. Hat wohl vergessen, welche Strafe auf Ungehorsam steht. Hey, da ist ein bisschen Fracht, die da rumliegt. Die können wir uns doch bestimmt schnappen. Uns Isabel nicht endlich den Vertrag zum Prosperity-Verkauf. Das stimmt doch etwas nicht. Ja, eigentlich hätten wir den jetzt bekommen müssen, ne? Ihre Majestät fordert Prosperity unverzüglich und bedingungslos zurück. Der Vertrag, er ist fort. Die Pyrphorier müssen ihn während des Angriffs gestohlen haben. Wie konnte ich ihnen nur so auf den Leim gehen? Nein. Es beginnt. Die Pyrphorier rücken vor. Oh nein. Und ich habe kaum Verteidigung. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldovat. Der Vertrag, den Kaufvertrag für Prosperity in der neuen Welt zu finden, kann beweisen, dass ihr Vater nichts damit zu tun hatte. Okay. Was nehmen wir hier? Das ist ein Clipper, das brauchen wir nicht nehmen. Ist der im besseren Zustand als der? Ne, die haben beide 42% Leben nur, ne? Gefechtskunde 20, die sind ja ähnlich, ne? Ich nehme mal den Habicht wieder. Ich werde niemals seekrank. Und diesmal machen wir mal einen Unterschied, und zwar wir nehmen diesmal Essen mit für die Leute. Denn die sind ja öfters schon mal verhungert. Ich denke, wir nehmen mal ein bisschen Essen mit an der Stelle. Ich hoffe, das reicht. 14 Tortillas. Ist, denke ich, okay. Wir können ja noch gebackene Bananen einpacken. Alkohol wäre keine gute Idee. Kaffee wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Das sieht doch schon mal gut aus. Damit ist das Schiff doch endlich mal vorbereitet. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ja, komm, machen wir das. Wir geben den Leuten zwar sehr viel mit, aber das ist halt auch jetzt wirklich ein wichtiger Auftrag, den wir hier erledigen müssen. Von daher beginnt die Expedition. Das wird schon. Wir müssen uns den Vertrag wieder herschnappen. Ich hoffe, die Leute haben jetzt hier keinen Kaffeemangel. Aber es ist nun mal wichtig, ne? Es ist nun mal wichtig. Vorsicht, Treffe. Schon wieder ein volles Lager? Ja, dann upgraden wir die mal. Hier auch, ne? Volles Lager wahrscheinlich. Ah ne, hier ist ein Warenmangel. Deutlicher Unterschied. Wie sieht's hier aus? Okay. Oh Gott, ich bin ja mal gespannt, wie die Expedition läuft. Aber diesmal habe ich wenigstens endlich mal was mitgegeben. Und deswegen habe ich das Gefühl, wir sind vielleicht ein bisschen besser dran als davor. Hoffentlich. Aber das kann sich jetzt ja noch zeigen. Vielleicht geht das Ganze trotzdem schief und total in die Hose. Aber... ich gehe vom Besten aus. Ich bin da ziemlich optimistisch jetzt. Vielleicht ist es der erste Auftrag, der wirklich gut gelingt. Mit keinen negativen Seiten. Wir haben halt auch 67%, ne? Davor hatten wir, glaube ich, höchstens, und wir haben ja davor die nicht eine Fregatte genutzt, sondern ein Flaggschiff. War es ein Flaggschiff? Ne, das hier, ne? Ne, den Schoner haben wir auch nicht benutzt. Ne, das war ein Flaggschiff dann. Und das hatte, glaube ich, nur 26% oder so. Das heißt, die Prozentsätze sind auf jeden Fall schon mal gestiegen. Das ist gut. Wir brauchen übrigens mal wieder ein paar Journaleros. Fällt mir gerade auf. Aber die sollten wir schnell ranbekommen.
Warte mal. Ah, so, ein paar Häuser. Ja, das Holzlager da hinten müssen wir mal ein bisschen bewegen. Das kann da nicht stehen bleiben. So, einen Weg entlang bauen hier. Ja, das funktioniert nicht so gut. Das will ich so nicht da stehen haben. Das heißt, wir müssen außen rum. So. Sollte erstmal reichen. Boah, ich bin irgendwie sehr aufgeregt, wie die Expedition verlaufen wird. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, ob wir das herausfinden werden, werdet ihr erst herausfinden in der nächsten Folge von Anno 1800. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Anno 1800. Habt noch einen wunderschönen historischen Tag. Lasst eine Bewertung da, wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.